Und das ist leider ein falsches Konzept. Ich sage euch jetzt was, dass man sagt, dass den Islam praktizieren, ja, dass das die Dauer an sich ist. Aber das ist nicht der Fall. Ich sage euch warum. Ich sage euch warum. Leute sagen zum Beispiel, der Akhlaq beispielsweise, das ist etwas, was der stärkste Dauer ist. Der Akhlaq an sich ist keine direkte Dauer, sondern ist eine Grundvoraussetzung für die Dauer. Denn wenn du vom Islam redest und danach sieht er dich im Bordell, dann sagt er hier, was ist denn mit dem los? Es ist einfach so, das sind halt harte Beispiele. Sondern, und jetzt etwas Wichtiges, dann sagen Leute, guck mal, wenn wir alle den Islam praktizieren, dann hätten schon so viele Leute den Islam angenommen. Ohne, dass man Dauer macht, meinen sie damit. Ohne, dass man die Leute aktiv aufruft. Fakt ist, der Prophet war nicht so. Der Prophet hat natürlich den besten Akhlaq gehabt, das meine ich nicht. Aber der Prophet hat den besten Akhlaq gehabt und gleichzeitig zum Islam aufgerufen. Die Leute wussten, worum es geht. Wenn du gastfreundschaftlich bist, ist das ein guter Akhlaq. Aber nur weil du gastfreundlich bist, wird er nicht den Islam annehmen. Der wird sagen, auch cool. Der hat aber einen leckeren Tee. Na'na-Tee hat der, mashallah, ist ja sehr lecker. Kannst du mir mal das Rezept geben für den Tee? Dann wird er nicht durch den Islam annehmen. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel aus der Sira des Propheten, a.s.w. Der Prophet, a.s.w. ist zu einem jüdischen Jungen gegangen, als der im Sterben lag. Was ist das? Das ist eine schöne Geste von gutem Akhlaq. Das ist eine schöne Geste von gutem Akhlaq. Ist das richtig? Dass er dorthin geht und ihn besucht, zeigt, ich liebe für diesen Menschen das Beste, egal ob Jude, Christ oder was auch immer. Wir wollen für jeden Menschen das Beste. Er geht dorthin. Aber was war? Gleichzeitig, wo er dahin geht, macht er ihm klar, du musst den Islam annehmen, sonst bist du für immer vernichtet. Schau dir die Propheten an. Derjenige, der Dauer macht, der ruft die Menschen auf. Du findest im Koran keine einzige Stelle, wo ein Prophet nur zu seinem Volk gegangen ist und hat gute Taten gemacht und hat nicht aufgerufen. Du findest immer, dass er sagt, Rabbi inni da'utu qawmi layla wa nahara und so weiter. Oh Allah, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Inni lakum nadhiru mubin. Ich bin euch ein deutlicher Warner. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Oh du Eingehüllter, steh auf und warne. Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linasi 'ala Allah hujjatan ba'd rusul. Gesandte als Frohbotschafter und Warner, damit nach den Gesandten kein Beweis vor Allah, damit die Menschen nach dem Gesandten kein Beweis vor Allah haben. Das heißt, sie rufen zum Weg. Utu ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn wie? Mit Weisheit, das heißt die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Wa maw'izati al hasana. Und eine schöne Ermahnung, eine Ermahnung, die das Herz hat, das kommt vom Mund. Das ist etwas, das du aktiv aufrufst. وَجَادِلْهُمْ بِلَتِي أَحْسَنْ. Dieser Jidel kann nur mit Mund oder natürlich mit dem Stift sein, aber nicht, indem du einfach nur Taten machst. Ja, nicht, dass das jemand falsch versteht. Die Taten sind unheimlich wichtig und eine Grundvoraussetzung, aber sind nicht die Dauer an sich.